Was macht Kernwerk so besonders? Wir sind kein in 10 Wochen bist du krass oder sexy Programm. Nicht, weil du nicht in 10 Wochen bereits deutlich anders aussiehst, nicht deutlich besser fühlst, sondern weil wir darüber hinaus denken. Wir denken langfristig. Nicht nur für 10 Wochen, danach stirbst du in Langeweile oder fällst in alte Muster zurück, sondern weil wir langfristig dich heute dort abholen, wo du stehst. Und solange wie du Sport machen willst, werden wir dich begleiten. Und zwar immer genau in dem Leistungsstand abholen, wo du gerade stehst und dich von dort aus weiter fördern. Das kannst du dir vorstellen. Du kannst eine Crash-Diät machen, um in einem Monat in dieses Gerät reinzupassen. Und danach pillst du wieder auf wie ein Hefekuchen, weil es einfach nur ungesund war. Oder aber du machst eine langfristige Ernährungsumstellung und bist jetzt stellst du auf gesund um und bleibst für den Rest deines Lebens gesund. Und das ist Kernwerk. Und wie erreichen wir das? Durch die Kombination aus echten Menschen und einem absolut einzigartigen, absolut großartigen Algorithmus. Das heißt, auf der einen Seite steht ein echtes Coaching-Team, ausgebildete Trainer, die händisch jeden Tag nach festgelegten Trainingsplänen für dich ein neues Workout entwerfen. Und der Algorithmus übernimmt die Anpassung, die Individualisierung des Workouts für dich, sodass jeder von euch ein für sich passendes Workout bekommt mit dem passenden Equipment, mit dem passenden Gewicht und mit den passenden Wiederholungszahlen, dem passenden Trainingsvolumen, was du gerade brauchst, um jetzt weiter besser zu werden. Dieser Algorithmus braucht natürlich auch ein bisschen Zeit, um sich anzupassen. Das ist so wie, wenn wir persönlich mit Menschen arbeiten, persönlich mit Menschen trainieren, dann haben wir am Anfang erstmal so eine Anamnese. Wir gucken, wo steht dieser Mensch eigentlich gerade. Und dieses erste Training haben wir bei Kernwerk auch, das ist der Einstufungstest, wo wir ein erstes Blick dafür bekommen, wie sieht es bei dir gerade aus? Worin bist du gut, worin bist du nicht so gut, wie hoch ist dein Leistungsstand? Und die darauf folgenden Trainings sind so ausgelegt, dass wir versuchen, möglichst nah an das zu kommen und dich da abzuholen, wo du gerade stehst. Auch im persönlichen Training schafft man das nicht auf Anhieb. Das heißt, wir sind angewiesen auf das Feedback der Menschen, wie stark das Training sie getroffen hat, ob sie unterfordert hat, ob es vielleicht viel zu viel war und sie hatten eine Woche lang Muskelkater. Und diesen Prozess muss der Algorithmus auch durchlaufen. Das heißt, du trainierst, du machst deinen Einstufungstest, wir stufen dich ein gewisses Maß ein und bringen dir die Workouts, von denen wir denken, das könnte schon einigermaßen passen. Und dann kommst du ins Spiel. Du bewertest die Workouts, du bewertest die Übungen und darüber lernt der Algorithmus dich kennen und merkt, ob er zu viel gemacht hat, ob er dir zu wenig abverlangt hat. Und so wird jedes Training, was du bekommst, genau auf dich angepasst. Nach 5 Einheiten siehst du einen Unterschied, nach 10 noch viel mehr. Und nach spätestens 20 Einheiten hast du wirklich das Gefühl, da steht ein Trainer vor mir, der mich persönlich trainiert, der mich persönlich kennt und der mir genau die Belastung gegeben hat, die ich brauche, um besser zu werden. Wie kann es dann sein, dass vielleicht manchmal du im Feed nachschaust, guckst, was andere Leute bekommen haben und du merkst, das sind aber ganz viele Leute, die ein ähnliches Training haben wie ich, vielleicht sogar ein gleiches Training. Und das liegt daran, wie wir konzipiert sind. Wir haben diesen sogenannten Übungsbaum. Und dieser Übungsbaum hat ja in ganz vielen Bereichen, ganz vielen Bewegungsmustern, wird er von einer sehr leichten Übung, an jedem Ast steht vorne eine ganz leichte Grundübung, verzweigt es sich mit dem Equipment und mit der Schwierigkeit der Belastung immer weiter nach rechts. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ganz große Varianz und Breite und laufen auf eine Grundübung zu. Und je breiter wir das Workout, die Grundübung hier hinten angesetzt haben, so breiter ist die Varianz, die der Algorithmus dann geht, über die Equipments, die du hast, oder die Skalierung, die er gehen muss. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir eine RX-Übung angesetzt haben, die sehr weit außen angesetzt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die gleiche Übung bekommst wie ein anderer, sehr gering. Je näher wir an den Ursprung gehen, umso gleicher werden die Übungen, die die Leute bekommen. Das heißt, es kann sein, dass die Hälfte der Menschen, die mit dir gemeinsam Kernwerk trainieren, alle Sprawls haben, obwohl du eigentlich Burpees hattest. Dann lag es daran, dass wir Sprawls programmiert haben. Und wenn wir Sprawls programmieren möchten, auch, dass du Sprawls machst. Das heißt, je weiter die Übung, die Grundübung, die wir benutzt haben, von der Ursprungsübung entfernt lag, umso höher ist die Varianz über Alternativen und über Skalierung, die der Algorithmus gehen kann, um für dich die passende Übung auszusuchen. Je näher wir am Ursprung waren, umso ähnlicher werden auch die Workouts. Aber das war dann Absicht.